Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder MSP Movie Star Planet. Ich bin im Winterlook, Leute. Ich bin absolut im Weihnachtsfieber, im Winterfieber und hab etwas randaliert in MSP alleine. Ohne euch, es tut mir leid. Ihr seht, ich habe nur noch 851 Diamanten und 154.000 Starcoins, obwohl ich mich eingeloggt hatte und ein paar Starcoins noch geschenkt bekommen habe. Ich glaube, es waren insgesamt 100 Diamanten und 10.000 Starcoins, die ich auf den Kopf gehauen habe. Natürlich zeige ich euch das jetzt gleich alles, was ich eingekauft habe. Und ich möchte euch auch noch abstimmen lassen, was ich für Weihnachten verlosen soll. Also bleibt dran. Als erstes geht's aber jetzt los mit einem Spezi von der lieben SummyLove12. Du siehst wahnsinnig königlich aus, hätte ich gesagt. SummyLove12, vielen herzlichen Dank für dein Spezi. Wir gucken gleich bei dir vorbei, aber zuerst, Leute, sind wir beim Adventskalender. Ich habe nicht gewusst, dass MSP einen Adventskalender hat. Heute ist schon der 3.12. und ich habe sehr viel Glück anscheinend, dass ich als VIP auch die davor aufmachen kann. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wir gucken auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade dieses kleine süße Dingensteilchen hier gezogen. Es sieht mega knuffig aus. Es ist ein kleines Rentier mit einem extra riesen Kopf. Und ich hoffe, dass ich das noch bekommen habe. Ich bin mir nicht sicher. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Nummer 2. Ach, das war Nummer 2. Und das war Nummer 2, Leute. Das ist Nummer 1. Es sind Stiefel. Oh mein Gott. Leute, ich liebe Adventskalender. Ich liebe Adventskalender. Ich habe irgendwie gefühlt bei fast jedem Spiel mittlerweile schon Adventskalender. In Star Stable geht es erst am 12. los, aber ansonsten gefühlt in jedem Spiel, das ich spiele, ich liebe Adventskalender. Das ist mega. Und heute ist der 3., das machen wir auch gleich noch auf. Oh mein Gott, bist du süß. Das ist bestimmt für unseren Raum, oder? Die müsste ich auch noch weihnachtlich schmücken, Leute. Okay, also 3.12. mehr dürfen wir heute nicht aufmachen. Das macht aber nichts, denn wir können hier immer noch am Rad drehen. Und es ist jetzt Black Friday ist vorbei, Leute. Dafür ist jetzt hier die weihnachtliche Weihnachtszeit. Was? Die weihnachtliche Weihnachtszeit eingezogen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Die weihnachtliche Weihnachtszeit, wer kennt sie nicht? Oh, und es hat schon gut angefangen mit 280 und es geht beschissen weiter mit 45, Leute. Aber einmal 200 ist immer gut. Ich hatte auch schon 4x20, von daher. Oh, 120! Oh, es war so knapp. Es war so knapp, Leute. Es war so knapp. Bitte jetzt noch einmal richtig 200. Ja! Ja, 320. Das schmeckt, Leute. Das schmeckt doch. So, dann gehen wir doch mal rein. Und ich habe noch mein wunderschönes Diamantprofil. Oh mein Gott, wir haben ja gesagt, Leute, in den 4 Adventswochen werden wir jede Woche unser Diamantprofil erneuern, weil ich finde es einfach wunderschön und es sieht einfach auch wunderschön weihnachtlich aus. Also finde ich zumindest. So, jetzt geht's aber los. Was habe ich mir alles gekauft? Also, ich habe mir als allererstes diese Haare gekauft. Ich habe die Haare immer bei euch gesehen und dachte immer so, die sind mega, mega cool und ich fand die mega schön. Ich habe die aber nicht gefunden. Das heißt, ich habe die mir in dieser Farbe geholt. Mega, Leute, oder? Sieht es nicht mega, mega nice aus in dieser Farbe und in dieser Farbe? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie noch in 100 anderen Farben brauche, weil ich finde die Haare richtig nice. Richtig nice. Und ich hätte gesagt, wir machen gleich ein Winterlookbook. Was haltet ihr davon? Winterlookbook. Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. Dann habe ich mir das hier geholt. Ich glaube, ich habe auch noch eine neue Bäckchen gemacht. Ich kann mich nur gerade nicht mehr erinnern, Leute. Dann habe ich mir diese Puscheln geholt. Dann diesen wunderschönen Weihnachtsrock. Wir könnten mal gucken, ob wir nicht diese Schuhe gleich anziehen. Ja, ihr seht ja hier schon, ne? Jetzt Moment, machen wir mal den Schal runter. Das ist mega knuffig, Leute, oder? Und dieses wunderschöne Kleid. Jetzt Moment, ich mach mal. So, ich mach das mal ein bisschen runter, dass man das ein bisschen besser sieht, das Kleid. Das ist süß, oder? Das erinnert mich an Fortnite, an die Gingerbread Lady. Die habe ich. Finde ich mega hübsch. Sieht richtig gut aus. Jetzt ist nur die Frage, was wir tragen wollen. Dann habe ich mir diese Haare gekauft. Die sind einfach so wack, dass ich dachte, ich brauche sie in meinem Leben, weil sie sind einfach so mega wack, Leute. Und außerdem haben wir jetzt, Moment, wir brauchen wieder andere Haare. Wisst ihr, was wir noch bräuchten? Wir bräuchten noch so richtig rote Haare, glaube ich, oder? So richtig rote Haare, die dann auch gut zu dem Ding hier aussehen.
das sollten wir vielleicht noch machen. Das könnten wir. Und, oh, wisst ihr, was wir noch brauchen? Wir brauchen die noch für dieses Kleid in rosa. Dann haben wir so eine süße Schleife. Die habe ich passend einmal zu dem Kleid und dann zu den anderen Kleidern habe ich die auch geholt. Und die seht ihr schon, ne? Und dann haben wir noch diese Schuhe und dann haben wir dieses Kleid, Leute. Es ist mega nice, oder? Dann diese Haare. Diese... Oh, jetzt sind die Haare weg. Diese Candy Cane Ohrringe. Oh mein Gott, Leute, hat das jetzt lang gedauert. Ohrringe. Es ist, und dann diese Haare. Das sieht mega aus, Leute. Oder jetzt, Moment. Moment, ich hab passend zum Kleid habe ich mir das geholt. Und das wird ewig dauern, weil ich, Leute, ich habe wirklich richtig viel gekauft. Dann habe ich mir das gekauft. Und diese Schuhe, die man jetzt gerade nicht sieht. Jetzt, Moment, jetzt sieht man sie wieder. Das ist mega, Leute, oder? Oh mein Gott. Und wartet, den Zylinder. Kennt ihr Zombie? Kennt ihr den YouTuber Zombie? An den musste ich sofort denken, als ich den lilanen Zylinder gemacht habe. sieht aus wie Zombies Zylinder. Aber wisst ihr was? Wir bräuchten noch einen Zylinder, der diese Farbe hat. Passend zu diesem Outfit, Leute. Weil das sind ja alles passende Outfits. Dann habe ich mir das geholt. Dann habe ich mir das geholt. Und da, oh mein Gott. Wisst ihr, was gut aussehen wird? Moment. Das hier wird gut. Oh mein Gott. Wir sind im Winter Wonderland. Und Leute, ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich mir auch neue Bäckchen geholt habe. Aber ich... Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Dann das, das und natürlich eine Zipfelmütze. Darf natürlich absolut nicht fehlen. Waren das schon alle Haare? Nein. Hier habe ich noch Haare. Die sehen auch aus wie Rare-Haare, Leute. Dann dieses Elsa-Kleid habe ich mir geholt. Also ihr seht, ne? Das ist... Ich habe mir... Ach, hier sind die! Ja, hier sind die anderen Bäckchen. Die sehen nur nicht so... Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich glaube, wir brauchen nochmal Bäckchen. Weil die Bäckchen, die sind ein bisschen wack. Ich habe wacke Bäckchen, Leute. Ich habe ein bisschen wacke Bäckchen. Und das andere kennt ihr alles schon, glaube ich. Also das war's. Aber... Oder nee, das war's gar nicht. Das habe ich auch noch alles bekommen. Ich weiß, Leute, es war ein bisschen viel. Und oh, die Haare habe ich mir noch geholt. Diese Haare, Moment. Diese Haare, die sehen auch richtig toll aus, oder? Und diese Haare habe ich mir noch geholt. Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist ein bisschen exzessiv. Ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Ich war im Kaufrausch. Ich war im Kaufrausch, Leute. Ich... Komplett Hysterie. So, jetzt passt auf. Wir hatten jetzt gesagt, wir brauchen für dieses Kleid noch den passenden Zylinder. Und jetzt, Moment, wir haben... Haben wir die passende Schleife? Ist das die Schleife, die dazu passt? Mehr oder weniger, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich weniger als mehr, bin mir nicht sicher. Und ja, die perfekten Haare haben wir für das Kleid auch nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Wo sind denn jetzt die Schuhe? Hier, sind direkt neben dem Kleid. Jetzt machen wir erstmal okay. Dann sehen wir so aus. Ah, es ist so mega cool, Leute. So, jetzt dann holen wir ein bisschen Fame und ein bisschen Kohle ab. Moment, hier können wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Fame und Kohle abholen. Ja, ja. Hier, da sind immer zwei. Ja. Ach so, und in der letzten Folge hat mich jemand gefragt, warum das bei mir nur 40 Euro kostet, das Diamantpaket, weil ich schon VIP bin. In dem Moment, wo ihr VIP seid, könnt ihr nicht nochmal VIP kaufen, sondern ihr könnt dann quasi nur noch die Geschenke dazu kaufen, weil ihr ja bereits VIP seid und die VIP-Zeit wird dann dadurch auch nicht verlängert. Sobald ich kein VIP mehr bin, also sobald das Jahr ausläuft, kostet es wieder ganz normal. So, dann gehen wir zu Shopping und ihr seid einfach, habe ich schon erwähnt, dass ihr die Allerbesten seid. Also die Allerbesten auf der Welt, weil ich dachte mir so, woher habt ihr die ganzen Rares und woher wisst ihr, nach was ihr suchen müsst? Und dann hattet ihr mir ganz oft in die Kommentare geschrieben, Sandy, klick auf Top, da siehst du die Top-Sachen, die du kaufen kannst. Und die Bäckchen sind doch ganz süß, aber ich bin mir halt nicht sicher, weil ich bräuchte halt nicht so krasse, die passen noch dazu. Moment. Die sind auch schön. Oh, ich brauche diese Bäckchen. Wartet kurz. Es geht wieder weiter. Leute, ich kann mich nicht zusammenreißen. Wer kennt es noch? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Wer ist noch so eine Irre wie ich, die ständig Sachen kauft und sich nicht zusammenreißen kann? Also, ich bin am Start, Leute. So, das... Nein,
Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, ich wollte die haben. Ja, die Winter Cheeks. Ja, dankeschön. Dankeschön, Winter Cheeks. Und diese Haare wollte ich mir noch holen. Da bin ich mir aber nicht wirklich schlüssig, welche. Die. Oh, das sieht nice aus. Das gefällt mir. Das nehmen wir. Kostet 500. Das sieht besonders aus, Leute, oder? Oh mein Gott. So, und jetzt müssen wir noch den Zylinder suchen. Wo habe ich denn den gefunden gehabt? Ich glaube, den habe ich auch hier gefunden. 20 Minuten später. Nee, ich habe mir nicht eine Mütze gekauft. Nö. Das ist absoluter Trugschluss und ich habe mir nicht nochmal eine Mütze. Nee, das habt ihr nicht gesehen. Ihr wisst von nichts. Ihr seid absolut ahnungslos. Und nach einer gefühlten Ewigkeit und ich hätte gesagt, ein paar tausend Starcoins und ein paar Diamanten später. Ja, Leute, ich habe noch ein paar Sachen gekauft, es tut mir leid. Habe ich endlich den Zylinder gefunden, den ich in der Originalfarbe auch mega, mega schön finde. Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall auch nochmal in der Originalfarbe. Und mein MSP, glaube ich, kann jetzt einfach meinen Kaufrausch, den ich jetzt gerade schon wieder habe, absolut nicht nachvollziehen. Und wir packen mal die Sachen jetzt runter, weil ich die nicht brauche. Wir nehmen nochmal den Zylinder und nehmen jetzt die Farbe, die ich eigentlich haben wollte. Das hat irgendwie nicht geklappt, Leute. So, jetzt. Nee, das ist aber nicht die. Das ist aber nicht hundertprozentig die Farbe. Ich möchte. Hallo? Wo klicke ich denn hin? Die oder die oder die? Die? Die. Ich schätze die. Leute, ist es die? Ich glaube ja. Dann nehmen wir das noch. Und dann hätte ich gesagt, ist unser Kaufrausch beendet, Leute. Oh mein Gott, ich habe so viel Geld ausgegeben. Wollt ihr noch mal ganz kurz meinen Spind sehen? Werden die alle nach oben? Ja. Also Leute, ich habe das habe ich alles noch mal gekauft. Und ich habe jetzt so ein kleines, mega niedliches, süßes Eulchen. Was ist? Und Sissila, vielen herzlichen Dank für dein Spezi. Die Maybe hat mir auch noch, ich glaube, 2 oder 3 Spezies geschickt. Jetzt hat sie sich nochmal umgezogen. Ich flippe aus, Sissy Love. Du bist so süß. Oh mein Gott. Du bist so... Du hast Elfenohren. Warum habe ich eigentlich keine Elfenohren? Ich brauche auch noch Elfenohren. Oh mein Gott, du siehst so süß aus. Ich besuche euch jetzt gleich alle noch. Cherry Girl 56905. Vielen herzlichen Dank für dein Spezi. Das ist super, super lieb von dir. Ich muss mir kurz aufschreiben, wie du heißt, weil ich... Leute, sonst habe ich es absolut nicht mehr im Griff, wen ich alles besuchen werde. Jetzt gleich, Leute, jetzt gleich. Wir besuchen euch jetzt dann gleich. Und ich habe mir noch diese wunderschönen angedeuteten Flügelchen gekauft. Ich hätte aber gesagt, wir lassen es so, wie es ist, weil da habe ich so ein bisschen Schnee drauf und ich finde mich klasse. Ach ja, genau. Ich habe mir noch so Haare gekauft und so Schuhe. Und Leute, ich bin komplett durchgedreht. Seien wir uns mal ganz ehrlich. Ich finde mich aber mega süß, Leute. Einfach wie ein kleines Candy Cane. Und ja, ich hätte gesagt, am Freitag werden wir uns dann wieder umstylen. Die erste, die wir besuchen, ist Sammy Love 12 und Cherry Girl 56905 schickt mir nochmal ein Spezi. Vielen herzlichen Dank für dein Spezi, ganz in schwarz gekleidet. Wow. Das sieht mega schön aus. Oh mein Gott. Das, wow. Ja, ihr habt alle immer so wunderschöne Outfits und es ist so lustig, weil ich kriege immer noch Hate wegen den Schlauchbootlippen. Leute, ich finde die klasse. Ich finde die passend zu Sandy. Lasst mich meine Lippen tragen, weil ich finde sie cool. So, sie wünscht sich die besonderen Haare, dann schenken wir ihr doch diese Haare und machen okay. Und du hast Sammy Love 12 ein Geschenk gemacht. Oh mein Gott, und als ob das Boonie auch einen kleinen... Oh mein Gott. Leute, es ist alles so weihnachtlich. Ich flippe aus. Die nächste ist Ich hasse alles 12, was einfach ein super lustiger Name ist. Ich habe es schon öfter dazu gesagt, weil sie hat mir schon öfter ein Spezi geschickt. Ich hasse alles. Ich hoffe, du hast nicht alles, weil das wäre echt ganz, ganz schlimm. Und Grüße gehen natürlich raus an dich. Und sie hat auch ganz viele Wünsche. Und welchen Wunsch wollen wir ihr denn erfüllen? Ich bin immer sehr, sehr unschlüssig. Aber letztendlich, wenn es auf der Wunschliste ist, dann wünscht sie sich ja all das. Und was gefällt mir denn persönlich am besten? Mir persönlich gefallen am besten diese Haare. Und dann hätte ich gesagt, schenken wir die ihr. Yay!
Eine Minute, 37 Sekunden später. Dann ist die nächste die Maybe. Und ich hatte jetzt mega Probleme mit MSP, Leute. Es leckt ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, Leute. Habt ihr auch das Gefühl? Wir hatten jetzt ein paar Wochen echt eine richtig schlimme Zeit in MSP. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist besser. Und Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich meinen Look feiere. Wahrscheinlich alle so, sehen hier so hässlich. Aber Leute, ich feiere es. Ich kann es euch... Ich finde es mega. Leute, wir schenken ihr dieses wunderschöne Kleid, denn es ist einfach nur traumhaft schön. Würde ich definitiv tragen, sowohl hier in MSP als auch im Real Life, weil es sieht einfach toll aus und meine Stimme ist weg. Die nächste ist natürlich die mega niedliche Sissy Love. Wir gucken mal, ob wir schon mal wieder ein Autogramm frei haben. Natürlich haben wir kein Autogramm. Ich hoffe, du siehst es mir nach, liebe Sissy. Sprechen kann ich auch nicht mehr, Leute. Ich filme jetzt seit, Moment, lasst mich kurz gucken, seit 33 Minuten. 33 Minuten, Leute. Irgendwann geht's nicht mehr. Das Video ist natürlich keine 33 Minuten lang, Leute, aber ich filme jetzt gerade seit 33 Minuten. Ja, moin! So, was wollen wir ihr denn schenken? Das Kleid ist wunderschön. Ah, sie hat auch Pixelsachen. Und... wir schenken ihr dieses Kleid, weil ich das mega, mega schön finde, Leute. Jetzt kommen wir auch gleich zum Schluss des Videos und da sage ich euch noch, was ich verlosen werde in der nächsten Folge, übernächsten Folge. Ich weiß es noch nicht genau, wann, Leute. Und die letzte im Bunde ist die Cherry Girl. Die besuchen wir jetzt natürlich noch schnell. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich euch ein Weihnachtsgeschenk mache in MSP und ihr könnt entscheiden, was für... eine Sache ich euch schenke. Also ich schenke eine Sache, hätte ich jetzt grundsätzlich mal gesagt. Kann ich ein Autogramm geben? Ja, kann ich, yay! Und zwar, ihr könnt entscheiden. Ich hoffe, im i seht ihr jetzt die Abstimmung. Und zwar entweder eine Pixelschleife oder eine Pixelbag, also eine Pixeltasche. Klickt oben an, was ihr lieber haben möchtet. Ich werde das dann noch generieren. Also die Farbe werde ich mir quasi aussuchen, werde mir eine kaufen, werde euch eine kaufen und die verlose ich dann in einem der nächsten Videos dann perfekt zu Weihnachten und ich werde die dann genauso wie sonst auch immer dann auslosen. Und ja, stimmt jetzt ab im i. Ich gucke bei meinem nächsten oder übernächsten Video, wann auch immer ich das Video drehe, gucke ich nach, wie viel Prozent abgestimmt haben für was. Und dann werden wir diese Sache dann nehmen. So, und sie hat jetzt auch ganz, ganz, ganz viele Sachen. Oh mein Gott, ich bin gleich vollkommen überfordert, was wir ihr schenken. Oh, sie hat auch diese Haare. Dann schenken wir ihr definitiv diese Haare. Und yay! Hätte ich gesagt, war es das mit diesem Video. Nächstes Mal machen wir natürlich auch wieder Geschenke auf. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr meinen Look findet. Ich bin verliebt in diesen Look. Ich liebe ihn einfach abgöttisch. Er sieht so toll aus. Vor allem der Zylinder passt einfach perfekt. Ihr wisst, ich mag gern Hüte. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!